Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft Leben mit dem Quotenkarte. Es gibt Leute, heute was passiert ist. Einen besonderen Anlass, meine lieben Freunde, nämlich wir mal wieder. Ein neuer Auftragskill und wir wissen auch noch nicht, wer das ist. Wir gucken jetzt erstmal mal in diese Kiste rein. Wunderbar, wir haben nämlich das Ding hier schon gesehen. Möchtest du vorlesen oder ich gucke einfach mal ein? Palokos, Todeszeiten nachts. Und guck mal aus dem Fenster raus. Aber das ist ein alter, guter Freund, den können wir eigentlich gar nicht verraten. Aber das ist aber unser Job. Das ist unser Job. Das geht nicht. Der Tod ist bezahlt, Todeszeiten nachts. Das passt ja perfekt. Dann können wir das auch direkt bei der Nacht hier erledigen. So, ich tue einfach mal das Book in Quill zurück. Wir werden den Job so schnell wie möglich erledigen und gehen mal schnell. Ziehst du dich an, am besten? Die Rüstung, zack, zack, weil draußen ist es ganz schön kalt. Okay, wunderbar, wunderbar. So, okay, schnell zu Palokos Haus. Wir wissen ja, wo das ist. Ja, Leute. Und dann werden wir mal gucken, ist der überhaupt da? Ja, der ist da, okay. Das haben wir, glaube ich, gerade eben auch schon gesehen. Deswegen haben wir auch gerade nicht nachgecheckt. So. Bin schon gespannt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt sogar. Ob er sich wehren wird? Boah, bei dem Regen habe ich wieder richtig wenig FPS. Ist super. Egal, Mann. It's raining, man. Wir werden mal ein bisschen mit dem labern, weil ich glaube, Palo ist nämlich nicht so der best-equippedeste. Das heißt, wir können den so ein bisschen an der Nase herumführen, so ein bisschen quälen oder sowas. Weiß nicht, was wir mit dem antun. Ich liebe es, Leute zu foltern. Weiß nicht, was wir mit dem antun. Okay, aufpassen. Nicht, dass er von hinten irgendwie angreift oder so. Okay. Ja, der kann es ja eh nicht an. Er ist in seinem Haus. Okay. So. Klopf. Hallo. Ein Augenblick. Okay. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag. Herr Palokos, hallo? Ja. Wir würden gerne mit Ihnen reden. Oder wir brechen Sie auf. Eins von beiden, können Sie sich entscheiden. Okay. Drei? Hi. Oh, gut. Guten Tag. Hallo. Oh, wir würden gerne mit Ihnen reden. Wollen Sie uns in Ihren Keller begleiten oder wie sollen wir das machen? Ja, na klar, können Sie ruhig kommen. Wo ist jemand? Wir gucken jetzt einfach mal hier an, was hier so Schönes gibt. Schöner Keller. Mhm. Ja, das Problem ist, man kann sich nicht hinsetzen. Super. Also ist doch nicht so ein schöner Keller. Ist aber ein schöner Keller, aber man kann sich nicht hinsetzen. Das müssen wir noch ändern auf jeden Fall. Folgendes Problem. Ja. Wir sind ja hier, Sie wissen ja, wer wir sind. Wir sind ja die Auftragskiller und ich denke mal, Sie können sich auch fast denken, was wir hier vorhaben, oder? Setzt euch hin, Freunde. Wollen Sie sich setzen? Wir können ja mal ein kleines Spiel da draus machen. Weiß ja nicht, wie Sie das sehen. Aber, ja gut, auf jeden Fall, es gibt irgendeine Person, die Sie auf dem Server wohl nicht mag und möchte, dass Sie aus dem Weg geschaffen werden. Hier kommen Sie können Sie sich raus. Da schon fast denken, wer das vielleicht sein könnte? Vielleicht auch sie selbst. Können Sie sich das vielleicht denken? Vielleicht können Sie sich denken. Wir wissen es nicht, weil der Mordauftrag war nämlich anonym. Also erstmal ziehen Sie sich aus. Auf jeden Fall soll es nicht gesehen werden, dass jemand stirbt. Also bitte behalten Sie das für sich, weil nämlich es wurde auch extra dazu geschrieben, dass Sie bei Nacht sterben sollen. Jemand hat einen Diamant für dich geopfert? Jemand hat einen Diamant für Sie ausgegeben, damit Sie sterben. Nicht für Sie, für dich. Für uns, damit Sie sterben. Aber also, wer würde sowas tun? Tja, wer könnte das bloß sein? Aber naja, also wir sind ja keine Männer der großen Worte. Ich denke mal, wir sind ja eigentlich da, um sie zu killen und nicht mit ihnen einen Kaffee zu trinken. Also, Außer, ja. Du bezahlst angemessen. Nee. Doch. Wir müssen unseren Job erledigen, musst du wissen. Ja, aber wir können ja so tun. Nee, komm mal her, wir müssen was besprechen. Okay. Komm her. Ich halt mal kurz meine Hand hier so ein bisschen an die Seite. Wir können ja so tun, so dass wir was von ihm so kriegen und dann ihn doch töten. Okay, ist halt für eine gute Idee. Okay, sollen wir das machen? Okay, machen wir. Okay, gut, okay, sag mal. Okay, kriegen wir ja, also, Herr Palokos, wir haben Sie geben uns was oder sowas und Sie geben uns irgendein besonderes Item und wir werden Sie dann verschonen und werden uns dann nach Hause begeben, okay? Okay, aber das Problem ist, dass meine ganzen Kisten sich oben befinden. Ich räume doch gerade aus. Dann haben wir ein... Kleines Problem. Okay, ich würde mal sagen, das Sie müssen sich leider von Ihrem Leben verabschieden. Mist! Und Nein! Jawohl! Ah, wunderbar. Da haben wir schon mal einen neuen Feind aus der... Was heißt Feind? Ich mach mal hier eben... haben wir doch noch Kisten dabei, dann tue ich das doch alles schnell mal hier rein. Wir sind ja faire Auftragskiller. Tun wir das mal hier schnell in seine Kiste rein das und verschwinden. Das hat super lecker geschmeckt, lieber Palokos. Also das war wirklich sehr, sehr nett. Okay, dann verschwinden wir schnell, bevor er uns hier sieht. Schnell weg hier. Habe ich irgendwas vergessen? Okay, komm, Kalle, schnell. Ich komm. Okay, schnell raus hier. Lauf. Oh, lieber Palokos. Okay, lauf.
Okay. Okay, also Palukas ist erledigt. Okay, dann schnell abhauen. Okay, der Auftragsmus ist erledigt. Ich denke mal, Palo wurde jetzt ruhig gestellt. Jemand verfolgt uns? Ich hab ihn beseitigt. Der ist noch Shengbai. Weg mit dir! Weg mit dir! Weg! Schnell weg! Das war eine Bedrohung, das zählt als Drohung. Los, lauf! Lauf, uns darf keiner sehen, bevor uns die Polizei sieht. Lauf! Bam! Ja, auf jeden Fall haben wir ein neues Opfer aus dem Zielfeld gebracht. Wer soll als nächstes sterben? Vielleicht könnt ihr das ja sogar entscheiden. Vielleicht könnt ihr auch unter andere YouTuber schreiben, die vielleicht sogar im Auge haben, andere Leute aus dem Weg zu räumen. Die können ja gerne, da könnt ihr nämlich gerne in die Kommentare schreiben, los, sorgt doch mal dafür, dass die aus dem Weg räumen werden oder sowas. Ich weiß ja nicht, wen ihr da tot sehen wollt. Aber vielleicht könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wen ihr gerne tot sehen würdet. Und dann können wir das ja vielleicht arrangieren. Und, vielleicht können wir mal ein Auge zudrücken. Ein Auge zu oder zwei drücken. Und wenn ihr das auf jeden Fall cool fandet, dass wir den Palukos getötet haben, dann lasst mal eine positive Wertung da. Und guckt auf jeden Fall beim Palukos dabei. Vorbei. Ich bin mal gespannt, ob er auch vielleicht auch aufgenommen hat, Leute. Müsst ihr mal unbedingt vorbeischauen. Und lasst schöne Grüße. Guckt auf jeden Fall da vorbei. In der Beschreibung ganz oben der Link Palukos. Und guckt auch beim Kalle vorbei. Der braucht nämlich Abos, damit er seine Kinder in Indonesien versorgen kann. Aber sonst, das war's für mich. Ich nehme meine Rüstung hier aus, damit wir wieder das Video so beenden können, wie wir es gestartet haben. So, wunderbar. Einmal an unsere Fressen ranzoomen. F1. Ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, danke für eure positive Wertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.